So, bevor wir jetzt irgendwas machen, gleich wieder in den Laden. Nein, das ist nicht der Laden. Das ist der Laden. Ah, noch geschafft, bevor er zugemacht hat. Denn ich habe etwas recht Offensichtliches übersehen. Man kann nämlich direkt hier in die Feinde kaufen. Die habe ich wohl übersehen, da ich sofort auf diese Seite hier gesprungen bin, wo die tolleren Waffen sind. Also nicht diese Mini-Wurfäxte, Dolche und andere Sachen, die ich niemals benutzen werde. Und da habe ich halt keine Pfeile gesehen. Aber sei es drum. Wir können jetzt welche kaufen und das machen wir natürlich sofort. Nehmen wir mal 60 Stück. Und Terek hat immer noch seinen Waffenrock an, richtig? Das sollten wir auch noch ersetzen. Also wir könnten zwar den Schuppenpanzer kaufen. Leisten können wir es uns, ja. Das Problem ist halt nur echt das Gewicht. Er kann jetzt ja schon fast gar nichts tragen. Mit dem Ding kann er sich gar nicht mehr bewegen. Und die Attacke-Parade wird auch sehr verringert. Also ich denke mal, ich warte noch ein, zwei Stufenaufstiege, bis er so Körperkraft 16 hat. Und dann können wir uns sowas zulegen. Also kriegt er erstmal eine Krötenhaut. Die Gruppe kann keine weiteren Gegenstände aufnehmen. Okay, kaufen wir jetzt erstmal die Pfeile. Und er hat uns erst bei 20% akzeptiert. Ja, wir haben vergessen, uns vorher einzuschmeicheln. Das wird es wohl gewesen sein. So, alle Pfeile zum Nürn. Das waren, glaube ich, nicht alle Pfeile. So, 10 zu dir und nochmal 15 rüber. So, 30 hier, 50 da. Das ist okay. Du nimmst mal deinen Bogen in die Hand, denn eigentlich sollten die Elfen zuerst schießen und echt nur im Notfall in Nahkampf kommen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Nahrung, auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen jetzt hier raus und gucken sofort auf die Karte, damit keine Zeit verstreicht. Wir haben noch da und da einen Laden. Also ich drehe mich jetzt nach rechts, gehe viermal nach vorne, drehe mich nach rechts und gehe nach vorne. Ja, falsch. Ja, und noch geschafft. Sehr schön. Und es ist sogar eine Krämerin. Oder ein Krämer. Was ist Ave für ein Name? Könnte männlich sein. Einschleimen müssen wir uns nicht unbedingt. Das ist ja nur ein bisschen Proviant. Es sind 6 Leute, also kaufen wir erstmal 12 Stück. Haben wir noch irgendwas im Angebot, das es nicht sonst überall gibt? Nö, schaut nicht so aus. 20% Gewänden. So, jetzt haben wir Ausrüstung, wir haben Pfeile und wir haben was zu essen. Besser kann es ja gar nicht laufen. Das heißt, sobald ich hier jetzt mühsam das Essen auf unsere Helden verteilt habe, begeben wir uns in die nächste Taverne und hören uns erstmal nach den Druiden um. Der soll hier irgendwo wohnen. Und alle Häuser einzeln abzuklappern wäre doch ein wenig mühsam. So, raus und nochmal die Karte. Wir haben 1, 2, 3, 4 blaue Punkte, die entweder eine Herberge oder eine Taverne sein können. Oder beides. Gucken wir erstmal dahin. Doppelbrand. Das klingt doch schmerzhaft. Also im Rachen jedenfalls. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. Wenig freie Hocker. Schade, dann hat der Barkeeper nicht ganz so viel Zeit für uns. Aber wir können ja trotzdem mal probieren. Wir hätten gerne... Was wollt ihr denn wissen? Nichts Spezielles. Oh. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass wir jetzt ihn direkt hätten fragen können nach dem Druiden. Wie heißt der Druide nochmal? Ulbrich Siebenstein, sagen meine Unterlagen. Das hat uns jedenfalls der Schäfer gesagt. Weil wir konnten ja auch nach den Nachfahren von Hügelig in der Taverne fragen, wenn wir in der richtigen Stadt waren. Das ist jetzt schade. Aber na gut, klicken wir nichts Spezielles. Wenn es sein muss, könnt ihr auch zu Fuß nach Rohweg rüber. Aber ihr müsst über die Hängebrücke. Das ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Oder Leute ohne Alkohol. Eigentlich wird der Pfad nie benutzt, denn wozu gibt es schließlich Boote? Ja, mach mich noch drauf aufmerksam. Wir hätten einfach das Boot nehmen können. Aber so war es doch gleich viel interessanter. Können wir noch mehr rauskitzeln? Nein. Dafür will uns ein Mann zu einem Bier einladen.
Gerne doch. Und was erzählt er Schönes? Man kann sich über die Hjaldor-Berge nach Otta hier durchschlagen. Aber bis auf eine Berghütte jenseits des Passes hat man auf der Strecke kaum die Möglichkeit, einen geschützten Rastplatz zu finden. In der Nähe der Berghütte gibt es eine Quelle. Oh, das schreibe ich mir mal auf. Wo ist mein Stift? Hier. Also Richtung Ottaje. Ottaje. Eine Hütte plus Quelle. So. Achso, ich sollte noch schreiben, von wo aus. Von Orbel aus. Das klingt doch ein wenig suspekt. Aber jetzt sollten wir uns mal verabschieden oder wollen wir noch ein bisschen rumlungen und versuchen, noch eine Information über den Druiden rauszubekommen? Bleiben wir noch ein wenig da. So, warten wir, bis er Zeit für uns hat. Oder wir gehen einfach eine Runde aus. Genug Dukaten haben wir ja. Ja, diesmal eine Runde fürs ganze Lokal. Keine Sorge, hier habt ihr euer Geld. Es sind hier nur 6 Dukaten. Alle sind zufrieden, aber keiner kommt her und sagt uns irgendwas Hilfreiches. Das ist schade. Nö. Dann werden wir wohl die Taverne verlassen müssen. Und höchstwahrscheinlich sind alle sturzbetrunken. Gerugon hat über den Durst getrunken. Es bereitet ihm sichtlich Schwierigkeiten, geradeaus zu gehen. Außerdem droht sein Magen zu revoltieren. Also doch schon recht stark betrunken. Und er ist der Einzige? Die Elfen und die Magierin haben das einfach so weggesteckt und unser Krieger ist am Umkippen? Ah, ist ja peinlich, peinlich. Na gut. Dann gehen wir mal hier hin und hoffen, dass das ein Rasthaus ist. Und das ist es. Sehr schön. Dann hätten wir gerne eine Suite. Und wir nehmen gleich mal 2 Tage. Damit wir ein wenig mehr Astralenergie wieder bekommen. Und wir sollten versuchen zu meditieren. Tanele, Tanele. Wir brauchen Tonnes, oder? Nicht Tanele? Ich glaube schon. Probieren wir mal. Nur rum. Meditieren. Leider habt ihr keine Tonnes dabei. Ah, schade. Wozu waren denn die Tanelen gut? Aber Talana könnte meditieren. Sie ist zwar ein wenig angeschlagen, aber das kriegen wir schon hin. So, also, Talana, meditieren. Wie viele Lebenspunkte in Astralenergie? Nehmen wir mal 5. Autsch. Und schlafen. Hoffentlich ist Talana jetzt wieder ganz voll. Hälfte Astralenergie. Fast volle Lebensenergie und fast Hälfte Astralenergie. Ja, ist okay. Ich hätte gerne ein wenig mehr. Wenn wir jetzt wirklich irgendwann gegen einen bösen Druiden kämpfen wollen, dann sollten gerade unsere Zauberkundigen möglichst gut vorbereitet sein. Damit wir ihn möglichst schnell umbringen können, bevor er irgendwelche wüsten Zauber von sich wirft. Und wo laufe ich eigentlich jetzt hin? Wir haben in der Taverne keine Hinweise gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch alle braunen Hütten abklappern. Ja, hilft nichts. Nein, nicht einbrechen. Hai und Harpune. Okay. Ein Heiler brauchen wir nicht. Er will seine Ruhe haben, das ist verständlich. Er will auch seine Ruhe haben. Die sagen irgendwie alles das gleiche in dem Dorf hier. Korbosch, Sohn des Grimok. Das klang zwergisch. Hier nicht. Was ist hier? Noch ein Gasthaus. Das heißt, wir haben jetzt hier unten die alle schon mal durch. Dann machen wir nochmal da weiter. Also hier ist ein Privathaus. Dann ging es hier rum. Nein. So, Richtung Ausgang und dann hier die Häuser.
Aber es ist schon komisch, dass die in der Taverne uns nicht sagen konnten, wo der wohnt. Ich meine, so ein Druide muss doch recht auffällig sein. Außerdem auch komisch, dass der Druide hier mitten in der Stadt wohnt. Vielleicht tut er das ja auch gar nicht. Vielleicht gehört er einfach nur zu dieser Stadt irgendwie hinzu und wohnt ein bisschen außerhalb. Oh. Ein grauhaariger alter Mann kommt aus der Hütte. Er muss wohl schon von weitem euch gesehen haben. Er schaut euch fest in die Augen. Was treibt euch zu meiner bescheidenen Behausung? Wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Schön und gut. Aber was habe ich damit zu tun? Erwidert der Alte. Das klingt nicht sehr freundlich. Ihr kennt doch eine Menge Leute. Sicher kenne ich eine Menge Leute, aber da müsst ihr schon etwas genauer werden. Wir sind auf der Suche nach Hügeliks Schwert. Schön. Und warum sollte ich euch dabei helfen? Der ist echt ziemlich unfreundlich. Schauen wir ihn mal erstaunt an. Eine Hand wäscht die andere und bisher habt ihr noch keinen Gefallen bei mir gut. Sicher, dass das hier der gute Druide ist und nicht der böse? Was können wir denn für euch tun? Also, es ist so. Ein ziemlich finsterer Geselle tyrannisiert die Gegend. Das wirst wohl du sein. Aber ich allein kann nichts dagegen unternehmen. Er hat große Macht über das Tierreich und hetzt die armen Geschöpfe gegen wehrlose Menschen auf. Er ist nicht ungefährlich, aber ihr seid in der Überzahl. Also die gleiche Geschichte, die wir auch schon von dem Schäfer gehört haben. Nun gut, wir kümmern uns darum. Dieser Gora, so heißt der Schurke, hat sich nicht weit von hier am Bergpfad auf einer Lichtung breit gemacht. Wo ist nicht weit von hier? Also eine Richtung wäre ganz praktisch. Also nicht weit von Orville. Er hat sich auf einer Lichtung breit gemacht. Ihr müsst das geheime Zeichen finden. 3 Weißdornbüsche. Bringt mir seinen Runenknochen, dann werde ich euch weiterhelfen. Er verabschiedet sich knapp und schließt die Tür. In der Nähe von Orville. Wir haben einmal den Hafen, das werden wir nicht brauchen. Wir haben 1, 2, 3 Ausgänge auf dem Landweg. Jetzt müssen wir alle 3 ausprobieren. Der hier führt nach Skjall oder Otterche. Otterche haben wir schon Informationen bekommen. Also nahe Otterche soll eine Hütte sein an einer Quelle. Das heißt, wir könnten jetzt nach Otterche reisen. Und danach nach Skjall. Da dann nach den Angehörigen von Hügelig suchen. Und wenn wir damit fertig sind, können wir wieder nach Orville zurück. Falls wir bis dahin nicht die Hütte von den Druiden gefunden haben. Das klingt doch nach einem Plan. Also, Otterche. Oh, das ging hier fix. Hätte euch Umbrick Siebenstein nicht das geheime Druidenzeichen verraten, hättet die 3 nebeneinander stehenden Weißdornbüsche sicherlich für eine Laune Natur gehalten. So aber wisst ihr, dass ab jetzt besondere Vorsicht geboten ist. Wollt ihr im Schutze eines Silentium schleichen, euch ohne Hilfsmittel anschleichen oder den finsteren Druiden fordern? Silentium ist halt ein Zauber, der uns leiser macht, aber ich denke mal, Talana wird ihn noch nicht hoch genug haben. Ohne Hilfsmittel uns anschleichen wird auf keinen Fall funktionieren. Also ich sehe da jetzt schon Gerugon und Tirik mit der Rüstung klappern. Nee. Oder wir könnten ihn direkt herausfordern. Ist nur die Frage, ob wir ihn damit überrumpeln oder ob wir ihm dadurch Zeit geben, sich vorzubereiten. Wir probieren mal den Silentium. Talana, misslungen. Schade. Also haben wir es anscheinend ohne alles versucht, nachdem der Zauber misslungen ist. Ihr erreicht den Rand einer wohl 50 Schritt im Radius messenden Lichtung, in deren Mitte ihr einen Steinkreis, einen Altar und eine kleine Hütte erkennen könnt. Auf dem Altar liegt ein Schaf, aus dessen Hals noch das Blut pulsiert. Neben dem Altar steht ein Mann von vielleicht 40 Jahren, dem blutigen Opferdolch in der Hand. Um den Steinkreis herum lagern wohl ein Dutzend Wölfe im Gras. Na gut, ein Dutzend Wölfe sind eher nur eine Behinderung, nicht wirklich eine Gefahr. Aber die werden wahrscheinlich den Druiden beschützen, während er dann am Zaubern ist. Wir könnten versuchen, den Druiden mit gezielten Schüssen niederzustrecken oder sofort einfach den Kampf beginnen. Also Gerugons Moral sagt bestimmt jetzt nein, wir dürfen auf keinen Fall ihn einfach so hinterrücks erschießen.
auch wenn es ein schlechter Mensch ist. Zählt da die Moral? Ja, aber es ist trotzdem nicht ehrenhaft. Aber ich denke mal, die Elfen werden trotzdem einfach mal schießen, egal was Gerugon sagt, denn für sie ist es einfach nur ein Feind, der besiegt werden muss. Und unsere Elfen sind ja eh schon darin bewandert, immer in die Seite und in den Rücken zu schießen. Da haben sie wenig Skrupel. Also den Druiden mit gezielten Schüssen niederstrecken. Aber das machen wir erst nächste Folge. Jetzt gibt's einen kleinen Cut. Also bis gleich.